Okay, wo sind wir hier? Pause-Screen. Ja, Pause-Screen. Wir müssen uns beeilen. Darauf hat er extra gewartet. Ja. Ui. Was zu trinken wäre jetzt ganz schön. Willkommen, Hexer. Euer Hoheit. Wir haben einiges zu besprechen. Gewiss. Genug der Worte, mein Sohn. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Ihr bekommt die Hand der Prinzessin und, wenn mich das Leben etwas gelehrt hat, auch das halbe Königreich, sobald ich tot bin. Was der Aldersberg betrifft, wir müssen ihn loswerden. Der Hexer wird ihn töten. Was? Die Weltberg. Beruhigt euch. Wir bezahlen euch so viel ihr wollt. Ich bin ein Hexer, kein Mörder. Na gut. 10.000. Ist das nicht etwas hochgegriffen? Kommt schon, Volltest. Das Königreich ist viel mehr wert. Nun, ich nehme an, der Junge hat recht. Dennoch halte ich 8.000 für angemessener. Abgemacht. Danke, Nitzo. Dann sind wir uns ja alle einig. Danke für den Raid. Radovid, eure Armeen müssen den Orden in Redanien und im Norden meiner Länder bändigen. Meine Armeen begeben sich auf eine Mission brüderlicher Unterstützung. Ich will keine brüderliche Unterstützung, verdammt nochmal. Der Ausdruck geht mir gegen den Strich. Ihr vernichtet die Ritter des Ordens und zieht euch zurück. Beruhigt euch, Volltest. Meine Kinder werden dieses Land einmal regieren. Ich will es nicht zerstören. Verzeiht mir, euer Hoheiten. Aber ich denke, es ist Zeit für mich. Eine Sache noch, Hexer. Ja? Sprechen wir über Politik. Und kommt mir nicht mit Neutralität. Wenn ich bedenke, wer euch begleitet, steckt ihr bereits bis über beide Ohren mit drin. Euer Hoheit, euer Wunsch ist mir Befehl. Für den Mann auf der Straße kämpft der Orden gegen meine Armeen. Aber dies ist eigentlich eine Konfrontation zwischen mir und dem Großmeister. Dieser ehrgeizige Fanatiker hat alle Aktionen der Salamandra gelenkt und die Unruhen vorsätzlich angezettelt. Was meint ihr damit? Ich dachte mir, dass euch das interessieren würde. Es interessiert mich sehr. Das macht den Großmeister, ihn allein, zum Feind. Ist das klar? Vollkommen. Nicht der Orden als Ganzes ist der Feind des Königreichs, sondern nur der Großmeister. Und der Orden muss ohnehin kein Feind sein. Unter einer vernünftigen Führung könnte er ein Freund des Volkes sein, ein loyaler Diener seines Königs. Habt ihr gehört, Siegfried? Ja, und ich verstehe. Ich werde alles tun, um den Orden zu retten, mein König. Ich wusste, dass man euch trauen kann. Besucht mich nach eurer offiziellen Amtsübernahme im Palast. Wir haben viel zu besprechen, Großmeister. Ihr zählt eure Vivern, bevor sie schlüpfen. Noch erfreut sich Jacques de Aldersberg bester Gesundheit. Euer Hoheit, da wäre noch eine andere Sache. Ja? Wie geht es Ada? Deutlich besser, als es ihr als Striege ging. Es dürfte aber noch dauern, bis sie wieder sie selbst ist. Hexer, wie kann ich euch danken? Ich freue mich, dass Ada wohlauf ist. Könnt ihr mir versichern, dass das Gleiche für die Freunde des Hexers gelten wird? Euer Hoheit? Ja, das kann ich versprechen. Hexer, ich will wissen, wer hinter all dem steckt. Devet hat die Prinzessin verwandelt. Wieso? Er hat auf Befehl der Salamandra gehandelt. Dieser Bastard, wenn ich ihn in die Finger bekomme. Die Verantwortlichen glaubten, eure Position würde geschwächt, wenn die Prinzessin als Striege wütet. Devet hat seine Strafe erhalten. Es freut mich, das zu hören. Und jetzt geht. Besima brennt. Kämpfe wüten in der Stadt. Ihr habt eine schwere Zeit vor euch. Die Leute sehen uns Hexer als Ungeheuertöter. Zu Recht. Nur wenige wissen, dass es für uns befriedigender ist, einen Fluch oder Zauber aufzuheben. Schwerter sind die letzte Lösung. Solange eine Chance bestand, die Prinzessin zu retten, musste ich es versuchen. Es hat sich gelohnt. Die Weltherrschaft und die Vor... Piep! Der Prinzessin.
Besser geht's nicht. In Temerien herrscht das Chaos. So, ich muss zum Kloster des Ordens. So, kommt doch mehr. Stufe aufgestiegen. Nein, lieber nicht. Wie, Stufe aufgestiegen? Nein, lieber meine nicht. Meine Füße schmerzen. Okay. Majestät, die Striege abgeschlossen. So, die knallen wir nochmal. So, Asche von Vizima. Ich muss mich quer durch die ganze Stadt von Vizima durchschlagen. Bis zum Kloster durchschlagen. Und den Großmeister. Okay, alles klar, machen wir. So. Rittersporn. So, das wird jetzt witzig. Rittersport. Ja. Wo war denn das Kloster? Dann sprach der kühne Foltest diese Worte. Tugendhafter Radovid. Was zum Teufel soll das werden? Ich versuche, die Geschehnisse für die Nachwelt wahrheitsgemäß und exakt zu erhalten. Er sagte, genug der Worte, mein Sohn. Wir müssen das Feuer in diesem Hurenhaus löschen. Geralt, ihr habt keinen Sinn für Poesie. Es gibt die Wahrheit der Gegenwart und die der Legenden. Ihr seid unverbesserlich. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Und auch ihr seid unverbesserlich. Lauft einfach los, die Welt zu retten, obwohl euch niemand darum gebeten hat. Stimmt. Hier hat er... Bei dem können wir auf unseren ganzen Scheiße zugreifen. Warum sagt er das nicht gleich? Ich wette... So. Okay. Die Arsch hier, ja. Ich muss weiter. Ja. Machen wir gleich. So. Den Scheiß brauchen wir nicht mehr. Was ist das? Flatterfangzähne brauchen wir auch nicht mehr. Blumen brauchen wir auch nicht mehr. Goldener Schal, wir brauchen nichts mehr. Basiliskenhaut, die Dinger brauchen wir auch nicht mehr. So. Wir können, haben wir noch Alkohol dabei. Ich sehe gerade kein Alkohol. Schade. Oh, was ist das hier? Mittlerer Alkoholgehalt. Nee. So, wir haben 4-mal Schwalbe, nee, 6-mal sogar. Weide von dem Vollmond. Weide haben wir noch 4. Also unsere wichtigsten Tränke haben wir eigentlich noch ein paar am Start. Der Schneesturm, darf ich nicht verwechseln. Warte mal. Waffenausbaustufe. Stärkt die Klinge vorübergehend mit Magie. Ja, die Chance einen. Ja. So. Nee. Vergebt mir, aber ich muss meine Kunden. Ja. Nee. Ich wüsste jetzt nicht, was wir hier. Okay, alles klar. Speichern. Ich weiß, wo das Kloster ist. Hier, sicher Unterschlupf. Bitte. Oh. Wir kommen jetzt. Wo kommen wir her? Hier ist das Händlerviertel. Oh. Wir gucken erstmal. Wir haben noch keinen Trank gesoffen. Überall wird gekämpft. Ich fürchte, wir werden mehr von den Regimentern des Großmeisters sehen, als wir je wollten. Ich weiß nicht, ob ich die Hand gegen einen Ritter des Ordens erheben kann. Ihr habt vielleicht keine Wahl. Sie wollen Blut sehen. Oh, Scheiße. Moment.
die Flammenrose! Was denn der? Jawohl, ja. Und wieder einer. Diese Dreckskerle. Geralt, ich kannte ihn. Vor einem Monat war er noch ein Mensch. Er war kleiner als ich. Nun, ihr könnt besser mit dem Schwert umgehen. In Vizima werden wir wohl noch mehr von diesen Ungeheuern begegnen. Es sind die großen Brüder. Die wollten mich nicht in die Nähe des Projektors lassen. Das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ja, die Alte von Vizima wird die Stadt finden, weil... Quests. Würfelpoker. Wir haben wirklich bloß noch das hier. Wir müssen einen sicheren Durchgang durch die Stadt finden. Weil in den Straßen Feuer wüten. Sicher runterschlupf. Kommt rein, da ist es sicherer. Ihr habt recht. Das hätte ich auch ohne deine Hilfe geschafft, durch die Tür zu gehen. Also ich weiß schon, wie eine Tür funktioniert. Feuerstelle. Das ist natürlich hervorragend. Vaska. Stimmt, ich kenne wir doch auch noch. Die Eichhörnchen und der Orden. Diese Trockenen stören unseren Sumpf. Ihr steckt in der Klemme, was? Ich hatte einen Traum, Weißhaarige. Euer Schicksal wird sich erfüllen. Ich komme, euch zu sagen... Verwechselt die Sterne nicht mit ihrem Bild im Spiegel eines Sees. Ich werde es mir merken. So, wen haben wir hier noch? Flüchtling. So. Wir würden hier nochmal meditieren. Neue Talente erworben. So? Ja, genau. So, Stärke, Ausdauer, Intelligenz. Die Frage ist, was brauchen wir? Angreifen plus Gewandtheit. Ausdauer. Gewandtheit. Das klingt interessant. Einäscherungsresistenz. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Wir machen das einfach mal. So, Gewandtheit. Angreifen, ausweichen, parieren, Blendenresistenz. So, nehmen wir einfach mal mit. Silber hätten wir noch einen. Was haben wir unten noch? Silber. Blendresistenz plus 50. Ausdauer, Intelligenz, was macht aus? Macht das eigentlich alles? Was? Silbertalent, Zeichen in Basisintensität plus 20. Das hätten wir vielleicht eher mal machen sollen. So, können wir hier noch was machen? Nö. Hier? Ich weiß nicht, wohin mit den ganzen Bronzedingern hier. Starker Stahl, schneller Stahl. Nützt uns alles nichts mehr. Doch, hier. Ja. Ja, das ist der Gruppenkampfstil. Komm, wenn wir hier gegen Gruppen kämpfen müssen, ist das ja auch nicht unbedingt verkehrt. So. Tränke wollte ich nochmal gucken. Was können wir hier? Was haben wir jetzt eigentlich alles? Das ist alles so dunkel hier. Schwalbe. Schwalbe haben wir noch. Fünf. Fünf. Weide. Nee, Vollmond, leck mich am Arsch mit Vollmond, das ist uns erst zum Verhängnis geworden. Waldkauz, da haben wir noch. Da würde ich noch mal einen machen wollen. Waldkauz, wo ist Waldkauz? Hier, machen wir nochmal einen. So, mehr können wir nicht. So. Wir schlafen noch ein bisschen. Mehr Regen vertragen. Ja. Speichern. So, wo müssen wir jetzt hin?
Ort. Jo, ja. Jo. Wir müssen uns beeilen. Ja, bin ich schon dabei. Dieser Ort hat eine seltsame Wirkung auf mich. Oh. Wo geht es lang? Hier nicht? Oder sollten wir hier durch? Und einen anderen Ausgang finden? Oder. Gibt es hier noch einen anderen Ausgang? Nö. Ich bin so müde. Ja, ja. Ui! 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 Warum sagt ihr mir das jetzt erst? Trägebraun. Jo, was haben wir? Weide haben wir 4, das sollte reichen. Ich würde jetzt alles irgendwie in Schwalbe und in Waldkauz. Schwalbe haben wir 5. Waldkauz haben wir 3. Okay. Und noch einmal. Wir müssen gerüstet sein hier. So. Ja, hier. Hervorragend. Für Waldkauz wollte ich 2 machen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tränke-Convails. Dann machen wir 2-mal das. Jo. Dann machen wir schwarzes Blut habe ich noch. Schneestrom habe ich auch noch einmal. Ja, was macht das? Erhöht zugefügten Schaden, wenn die Vitalität... Ja, Wolf. Nee, warte, wir haben... 4 haben wir jetzt noch. Nee, 1, 2, 3, 4. Dann machen wir noch das 2-mal. Dann machen wir noch einmal Schwalbe. So. Den Rest heben wir uns auf, falls wir noch ein Lagerfeuer finden. Und noch irgendeinen Trank finden hier, den wir noch unbedingt brauchen. Da können wir den notfalls noch nachbrauen, da haben wir noch Pulver. So. So. Seid gegrüßt! Auch andere Opfer des Krieges haben hier Schutz gesucht. Wir werden nicht lange bleiben. Wir müssen zum Kloster. Ihr gehört also zu denen, die auf das ewige Feuer vertrauen? Es ist sinnlos, wieder raus auf die Straße zu gehen. Ihr werdet sterben. Gibt es einen anderen Weg? Versucht es mit der Kellertür. Wohin führt sie? In andere Keller. Und am Ende zu einem Ausgang, nehme ich an. Aber ich kann nicht garantieren, dass der Weg sicher ist. Wir riskieren es. Der Schlüssel müsste irgendwo im Haus sein. Willst du mich gerade verkohlen? Irgendwo im Haus? Alter. Was ist denn jetzt? Steht Ärger ins Haus. Tötet mich nicht, Hexer. So, so. Ein sprechender Ghoul. Ich bin ein Mutant, wie ihr. Mit der Gabe der Sprache und Intelligenz geboren. Wie ein Mensch. Ich kenne viele intelligente Ungeheuer, die trotzdem tödlich sind. Ich bin nur für die eine Bedrohung, die mich bedrohen. Glaubt ihr, ihr könnt mich austricksen? Glaubt ihr, ihr könnt mich austricksen? Ich bin ein Hexer, kein Kind. Ja, was denn jetzt? Alkohol, nee, okay. So. Ah, hier ist natürlich auch der Schlüssel drin. Starker Alkohol. Ach, nö, nicht schon wieder. Du sollst das Inventar leer fressen, Mensch. So. Das ist ein Alkohol hier. Junge!
Das Wichtigste überhaupt lässt du jedes Mal hier, Rune des Mondes, Rune der Erde. Was ist das? Wertsache. Was? Kennen wir schon, oder? Dokumente beschreiben über Menschen oder Supermutanten, die großen Brüder genannt werden. Dieses Buch fängt mit dem Tagebucheintrag im Bestarium. Meuchlermutant. Ja, große Brüder. Karte. Ja, Ungeheuer will ich. Große Brüder. Bluthund des Ordens. Anfälligkeit. Sie können mit Stahlklingen verletzt werden. Und ich greife die immer mit Silber an. Oh Mann, so Ungeheuer und Silber war ja immer die Rede davon. Können mit Stahlwaffen verletzt werden. Meuchlermutant. Okay. So, jetzt brauchen wir noch die großen Brüder. Da stand gerade was. Große Brüder, GGG, große Brüder. Anfälligkeit. Sie können mit einer Stahlwaffe verletzt werden. Ja, gut. Haben wir. Nö. Jawohl, ja, hä? Was? Warte mal. Haben wir über die auch was? Nö. Na ja, gut, du warst schon tot. Hey, hör mal auf. Ja. Wir würden nie unser Schwert gegen eine Frau erheben. Wir müssen uns beeilen. Ja, ich bin ja unterwegs. Komm. Was? Verrückter. Der Verrückte sitzt hier. Ja. Geht weg! Ich will nichts von euch! Im Keller waren Ungeheuer. Ich sterbe sowieso. Die finden mich. Die holen mich. Beruhigt euch. Wie kommen wir hier raus? Durch das Fenster. Danke. Jo. Geht nicht. Jo, hier noch irgendwas? Nö. Das erste Mal, dass wir durch ein Fenster steigen müssen. Seht mir in die Augen, Däune. Dann seht ihr euren Tod. Ich sehe einen blinden Fanatiker, der seinem Ende entgegensieht. Schweigt, Verräter! Ihr habt schon zu oft den Tod gebracht. Die Vergeltung wartet. Mit euren Phrasen mögt ihr jungen Elfen eine Gehirnwäsche verpassen. Guck, guck. Aber mich beeindrucken sie ebenso wenig wie die, die ihr ermordet habt. Ich habe mich in euch getäuscht. Ihr seid es nicht wert, dass ich mich mit euch unterhalte. Ihr seid ein blinder, tollwütiger Hund, der nach allem schnappt, was sich bewegt. Jemand muss euch erledigen. Ja. Freiheit! Moment, Moment. Befreit die Elfen. Begrüßt den Tod. Archie, zeigt keine Gnade. Jawohl.
Jawohl. Wo denn? Hä? So. Hä, wo seid ihr hin? Tür? Nee. Oh nee, nicht schon wieder die Kloake. Ich dachte, hier, Katzin, was bist du denn für einer? Verwundeter Ritter. Wir konnten nicht durchbrechen. Schwere Kämpfe. Gibt es einen sichereren Weg zum Kloster? Es gibt einen anderen Weg. Durch die Kloaken. Aber der ist gefährlich. Ja. Ich habe einen Schlüssel. Nehmt ihn. Ich danke euch. Ihr werdet nicht ein Zeuge. Oh, den Schlüssel erhalten. Die Zeit war knapp. Ja, rein. Wo ist eigentlich der Siegfried? Ist er tot? Oder mal hier. Hier rein. Wo es hier oben in die Kloake reingeht, Wahnsinn. Ah! Oh, Junge, wie bist du hier unten reingekommen? Geralt, da unten ist wirklich ein Zeugel. Hoffentlich hatte er keine Zeit, sich zu vermehren. Es ist doch nur ein Zeugel. Und soweit ich weiß, braucht man einen Partner, um sich zu vermehren. Zeugel? Zeugel sind Zwitter. Sie brauchen keine Partner, um kleine Zeugel zu machen. Sie können das ganz allein. Kleine? Das ist krank. Selbst für Ungeheuer ist so etwas unnatürlich. Wir müssen ihn vernichten. Um kleine Zeugel zu machen, das klingt gut. Jo, speichern. So, Fackel. Ich hätte wirklich nochmal den Trank Katze brauen sollen. So. Das ist aber nicht die Kloake, die wir kennen. Zeugeln ist. So. Okay, wartet. Ich weiß, was wir saufen. Wir saufen weiter. Mal kommt der hoch. Stahl auf Stahl. Ich
für den Orden! Was ist jetzt eigentlich besser? Stahl oder was anderes? Probieren wir mal Stahl, vielleicht geht das besser, ich weiß nicht. Okay, Silber macht mehr. Wie viel Mal noch? Also doch selber. Also vom Standpunkt her aus, ja, ist nicht unbedingt schwierig, nur lästig. Komm her, du. Schau, Bazzi. Alter, bist du hässlich. Ist ja bald mal fertig. Spüren Sie.
Hau doch mal zu. Ich glaube, den hat er noch gekriegt. Stahl auf Stahl! Und die brauchen auch noch zwei Schläge, dann sind sie platt. Habt ihr dann bald mal genug? Flammenrose. Jawohl, ja. Das war so ein Gegner, vor den hatte ich irgendwie Schiss gehabt, weil ich das schon mal bei jemandem, weil ich das schon mal gesehen habe, wie sich hier ziemlich angestellt wurde bei dem Ding. Von wo sind wir jetzt gekommen? Von hier sind wir gekommen. Hier, von hier. Hä? Ich renne garantiert in die falsche Richtung. So. Überreste. Gold. Machen wir hier Fackel an. Hier lang. Hier ist dicht. Abgeschlossen. Ja. Welche Richtung? Hier ist dicht. Oder muss ich ja aufmachen mit dem Zeichen? Nein. Gehen wir hoch hier, Mensch. Junge. Nee, das hier ist dicht. Nee, komm. Hier hinten ist auch dicht. Moment, hast du was? Wir müssen uns beeilen. Ja, ist ja gut. Oder sind wir wirklich von hier gekommen? Oder müssen wir hier irgendwo raus? Wir müssen uns beeilen. Sind wir hier jetzt richtig? Na, wo war's denn hier? Hier, von hier sind wir gekommen. Habe ich doch gewusst. Gut, wieder hier runter. Ja, aber wo sollen wir lang? So, hopp, hoch hier. Ja, hier hinten bestimmt nicht. Geradeaus. Hier ist er dicht. Und wohin? Hä? Den Schlüssel. Ja, den ganzen Alkohol, den können wir wieder nicht mitnehmen hier. Verdammte Scheiße. Ist abgeschlossen. Ja. Ja, wohin denn? Oh, weia.
Jo. Dann könnte man adlig werden. Ah. Ewiges Feuer. Aus Luft. Weg, Feuer, Krieg. Selig sind die Demütigen. Ich weiß, ihr seid Atheist, aber ich bitte euch, betet, bevor ihr Jacques de Aldersberg entgegentretet. Siegfried, ich bin nicht gläubig. Macht das nicht alle Gebete sinnlos? Moment. Glaube und fehlender Glaube unterscheiden sich dadurch, dass Glaube Wunder wirken kann. Fehlender Glaube hingegen bewirkt nichts. Ist das jetzt wichtig irgendwie? Eure Gebete müssen genügen. Wir müssen einen Weg... Ja. Wo ist denn das Kloster? Hier hinten. Können wir oben lang? Also ich muss jetzt alleine gegen euch kämpfen, weil der dort unten rumhockt und hier irgendwelche Sachen anbetet, die nicht da sind. No, okay. Kloster. Wir wenden wir natürlich wieder die übliche Feiglingstour an. Meine Tricks werden mir helfen. Ah ja, die Straßen, die haben wir ja zur Genüge schon erkundet hier in dem ganzen Ding. In den ganzen Streams. Haben wir eigentlich sowas schon gesoffen hier, Waldkauz? Doch noch irgendwo ein Lagerfeuer hätten. Stimmt, wir wissen ja, wo er jetzt ist. Aus in der Kloake unten war doch gerade ein eins. Da gehen wir dann noch mal hin. Weil dieses Bum Bum, das ist mir gerade ein bisschen zu fett. Komm schon.
Auf den Großmeister bin ich dann gespannt. Aua. Hey, pack mich nicht an. Für den direkten Kampf habe ich jetzt einfach zu wenig Power. Dann müssen wir die Tour fahren. Am Lagerfeuer, wenn wir da nochmal ran dürfen, hauen wir uns noch hier ein bisschen was. Ich kann den Spruch nachmachen. Jawohl, ja. Pack mich nicht an, habe ich dir schon mal gesagt. Jawohl, ja. Na, Bayern. Bingo. So, jetzt rennen wir noch mal in die Kanalisation. Wo sind sie ja rausgekommen? Eingang zur Kloake, genau. Das ist schön, wenn wir ein Zugriff auf ein Lagerfeuer haben. Das war doch hier gleich, rechts. Da bin ich so blind. Feuerstelle, hier. Okay, wir meditieren natürlich hier bis zum nächsten Morgen und brauchen jetzt noch mal ein paar Tränke, weil wir werden gleich wieder ein paar verbrauchen. Wir haben jetzt Wurmholzbrand, der hat ja noch Alkohol hier einstecken, der Typ, der hier rumliegt. So, da würden wir das, was wir gleich verbrauchen, weil wir es neu in uns reinsaufen müssen. Eine Schwalbe und Waldkauz. So. Vampiröl. Ich weiß brauche nicht, ob wir Vampiröl brauchen. Machen wir einfach mal. Was wir haben, das haben wir. Alchemistische Paste, wo haben wir die denn her? So. Wir meditieren erstmal einmal. Dann räumen wir den Typ aus, der hier liegen. Der hat ja noch auch noch zwei Flaschen einstecken. Dann machen wir auch noch was. So. Der hat sogar fünf Flaschen einstecken. Guckt mal an. Machen wir noch einmal jeweils noch mal Waldkauz und das andere. Warte, wo ist er? Nee, Katze, nee. Schwalbe. Ja, einmal Schwalbe. Wir machen noch mal Waldkauz. So, dann ist wieder Ende. Wir machen jetzt eine Stunde meditieren, dann räumen wir den noch mal aus und dann machen wir auch noch mal den Trank hier, der alle Tränke aufhebt. Dass wenn wir wirklich das Problem nochmal haben hier, dass der hier vergiftet ist oder irgend sowas, dass der hier wieder bum 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 macht, dass wir hier... Ach nee, das war weißer Honig. Haben wir weißer Honig noch einstecken? Warte mal. Wir machen nochmal weißer Honig, machen wir nur zwei. Weißer Honig. Reduziere, ja, genau. Das machen wir nochmal. Zweimal. Einheben wir uns jetzt auf einmal Alkohol. Jo, ja, mach. Oh, dann gehen wir raus und in das Kloster. Es werden da sitzen noch mehr von den Pfeifen rum. Weide, wie sieht's mit Weide aus? Haben wir noch dreimal. Wie viele Mal haben wir jetzt noch den ganzen Scheiß? Schwalbe haben wir sechsmal. Waldkauz haben wir sogar siebenmal. Oh. Ich würde vielleicht nochmal Weide machen wollen. Nee, Quatsch. Muss das mal reichen. Das behalten wir uns vor. Oh. Tür.
So. War hier hinten nicht die... Klar, hier hinten war doch die Kneipe, oder? Ich bin so müde. Hier war da hinten. Hier vorne war der Puff. Stimmt, der Puff brennt, hat er ja gesagt. Der Puff brennt! Ah! Das Krankenhaus brennt. Das Schloss brennt. Die Kneipe brennt. Der Puff brennt. Oh, der Puff brennt. Schnell löschen gehen. Nein. Komm hier runter. Geht sofort weiter. Nein, lauf. Tja. Zu spät. Zu. So, wir machen das jetzt aber so, den Rest, damit er sich beim Rumlaufen hier wieder vollpowern kann für die nächsten Gegner. Also Igni ist wirklich der geilste Zauber von allen, ich sag's immer wieder. Wir hätten wirklich mehr auf Igni. Es ist beim Blindspielen hier solche Spiele, man weiß eigentlich nicht, was wirklich gut ist und worauf man gehen sollte. Beim zweiten Mal, wenn ich jetzt The Witcher zweites Mal spiele, dann weiß ich ganz genau, worauf ich gehe, weil ich weiß, was mich erwartet. Aber immer klar ich das. Also, das sollte ja eigentlich klar sein. Das ist wie bei Odyssey. Da hat ja hier vor allen Dingen Mate. Hat ja gesagt, ja, ja, dies und das und jenes, auch den Schieben, also Magiepfeil und so, haben auch gesagt. Aber Grüße gehen natürlich raus an euch. Aber ich habe dann auch gesagt, das weiß ich beim zweiten Mal, wenn ich es ein zweites Mal spiele. Beim ersten Mal kann ich wirklich nur auf Tipps hören. Immer noch nicht fertig. Nein. Wie gesagt, wir machen hier Open End. Wir stehen hier kurz vor dem Eingang des Klosters. Ja. Es wird Zeit, das Kloster zu betreten. So, dies und das, und Rines. So, das Kloster, wir sollen zum Kloster. Ja. Also, was auch immer jetzt kommt, ich bin gespannt. Also, dort hinten, die holen wir uns jetzt nicht mehr. Burgtor. Speichern. Leeres Fach. So. Also, Kloster. Hier soll es aufs Ganze gehen. So. Ich habe die Wachen besiegt. Es ist fast geschafft. Es wird Zeit, das Kloster zu betreten. Also jetzt bin ich wirklich gespannt. Weißt du was?
Wir saufen hier sicherheitshalber nochmal weiter rein. Oh. Los, komm. Ah! Pest und Hölle! Schon wieder! Legt euch hin, Siegfried. Abermals bin ich vor einer ruhmreichen Schlacht am Bein verwundet. Geralt, ich kann nicht weitergehen. Ah! Nicht bewegen. Volltests Armeen sind jeden Moment hier. Geht, Geralt. Ich sammle die Ritter, die den Lehren des Ordens treu geblieben sind. So, Bär. Ritter des Ordens. Zu den Hey! Halt! Kein Zutritt! Befehl des Großmeisters. Eine Sache von nationaler Bedeutung führt mich her. Verschwindet. Der Großmeister sucht die Einsamkeit. Ihr lasst mir leider keine Wahl. Nochmal gegen noch ein paar Öfen kämpfen. Okay, wartet. Machen wir. Ich muss mich auf einen Kampf bis zum Tod vorbereiten. So. Die Asche von Visima. So, das machen wir nochmal. Orden der Flammenrose. So, jetzt bin ich mal gespannt, was hier auf mich zukommt. Wie abgeschlossen? Hä? Achso. Ich dachte, ihr wollt mich gerade verarschen hier. Seht mein Volk. Es schmaust an meinem Tisch, wärmt sich an meinem Feuer und strahlt vor Freude, dass es den Schrecken des Krieges entronnen ist. Wenn ihr denkt, ich ließe euch ungeschoren, nur weil hier Frauen und Kinder sind, irrt ihr euch. Ich habe nicht vor, euch zu betrügen. Der weiße Frost kommt näher, eine Katastrophe, die die Welt unter Schnee und Eis begraben wird. Jede Nacht träume ich von eisigen Einöden und dem Tod der alten Zivilisationen. Ich kenne Edlenes Prophezeiung. Die Katastrophe ist unvermeidlich. Könige führen Kriege, um ihren Einfluss zu vergrößern, während die Elfen zu Terroristen geworden sind und für eine verlorene Sache kämpfen. Die Welt braucht einen Erlöser, einen Mann der Stunde, jemanden, der Feuer in den Herzen des Volkes entfacht. Ha! Ihr, der Erlöser der Welt? Kommt! Ich zeige euch etwas. Die Menschen sind schwach und dem Bösen zugetan. Ich erschaffe einen perfekten, im ewigen Feuer gestellten Menschen. Seid ihr fertig? Denn wenn ja... Ihr zweifelt? Ich mache euch keinen Vorwurf. Auch ich hatte meine Zweifel. Doch jetzt ist meine Vision stark. Hau den weg. Phasenquests? Gar keine. Oh, wo sind wir jetzt hier? Keine Karte.
Elias, das habe ich vor. Seht her, es wird euch wie Schuppen von den Augen fallen und ihr werdet verstehen. Taschenspielertricks. Ich hätte mehr erwartet. Ihr haltet das für eine Illusion? Oh nein, Geralt, das ist es nicht. Wo sind wir? Seht selbst. Folgt mir. Ihr habt die von Eis bedeckten Türme wie Simas gesehen. Versteht ihr jetzt? Was faselt ihr da, der Aldersberg? Was wollt ihr? Das ist die Zukunft. Der weiße Frost hat die menschliche Zivilisation vernichtet. Das ist das Ende der Zeit. Verlässt uns der Mut? Kapitulieren wir? Niemals. Noch können wir unser Schicksal abwenden. Spart euch eure Rhetorik für den Pöbel auf. Begreift doch, der Orden und die Salamandra wollen nur die Menschheit retten. Jeder Verbrecher schützt edle Gründe vor. Euch mangelt es an Demut. Ich werde sie euch lehren. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was der hier macht. Ach nö. Askeroth, danke, dass du da warst. Das ist ja ein Witz. Neue Quest, eisige Spiegelungen. Gute Nacht, angenehme Nachtruhe. Hey, nein! Seid ihr wohl auf? Ihr hier? Wie ist das möglich? Das ist die Natur dieses Ortes. Dieses Ortes oder dieser Zeit? Er ist eher eine Vision aus dem Geiste des Großmeisters. Bilder der Zukunft, von seinen Ängsten und Überzeugungen getönt. Ihr begegnet vielleicht seltsamen Dingen, den Folgen eurer Entscheidungen. Hinter uns ist nichts als ein Schneesturm. Und dahinter ist nur der Tod. Solange ich den Großmeister am Ende bekomme? Ich folge euch, falls ihr Hilfe braucht. Eisige Spielung. Ich muss weitergehen. Ich muss weitergehen und meine Augen überall haben. Der Tod ist nämlich eine ziemlich reale Sache. Steinsager, ich grüße dich. Da komme ich ja pünktlich. Ja. Oh. Was seid ihr denn für welche? Ich kenne dich überhaupt noch nicht. Der. Komm, da vorne ist noch einer. Shani. Es wird, dass ich keine Karte hier habe.
Na komm her, du Ball. Komm her, Burst. Na, hau. Boah, ein Schaden haut auf den einen. War gerade schneller umgehauen. Was ist das überhaupt? Hau zu! Aber warum haust denn du nicht zu, Mensch? Dankeschön. Ja, hier lang oder hier lang? Da ist der. Keine Karte für diesen Ort, mal klasse. Hä? Ihr habt euch kein bisschen verändert, Hexer. Tja. Wieder taucht ihr aus dem Nichts auf, um Menschen zu töten. Ja, ist ihr gerade aus dem Nichts aufgetaucht? Was für Menschen. Ihr sprecht wie immer in Rätseln. Seht euch an, was von der Menschheit geblieben ist. Affenmenschen, verachtenswerte Kreaturen. Einige von ihnen sind meine Ur-Urenkel. Das sind Menschen? Der weiße Frost hat die Menschheit ihrer feinen Roben beraubt. Alles, was bleibt, sind Bestien, die nur an Fressen und Fortpflanzung denken. In ihnen ist nichts Menschliches mehr. Ihre niedrigsten Instinkte treiben sie an. Wie den Lynchmob, vor dem ihr mich gerettet habt. Ich bin euch dankbar. Nehmt mein Geschenk an. Hey, was für ein Geschenk? Gegenstand erhalten. Was? Wo? Fallen gelassen? Da. Wie? Das ist jetzt nicht dein verfickter Scheißernst. Das gibt es nicht. Oh, ja. Steigt dir die Käse, die Kälte in die Nase, hilft nur ein Stück Käse. Wo ist das jetzt? Ja. Was denn? Oh, zweimal auf hier. Das sieht ja aus wie bei den Indianern unterm Sofa. Hier lang? Nö. Oder? Ah, oh. Oh. Mann. Das könnt ihr doch nicht machen. Dieser Gruppenkampfstil, der ist fast stärker als alles andere. Hier lang. Was ist das denn? Großmeister. Ja, mein Freund. Ihr seid also unseren degenerierten Urenkeln begegnet. Begreift ihr nun, warum ihr euch meinen Plänen nicht entgegenstellen dürft? Ihr schuldet mir noch immer eine Erklärung, inwiefern dieses Eis eure Verbrechen rechtfertigt. Nur ein unerschrocken umgesetzter Plan kann die Menschheit vor dem retten, was ich in meinen Visionen gesehen habe. Habt ihr so viel Vertrauen in eure Tagträume? Ich habe nie um diese Visionen, diese Gabe gebeten. Aber ihr entscheidet darüber, wie ihr sie nutzt. Wie oft habt ihr betont, dass besondere Gaben für die gerechte Sache genutzt werden sollten? Ich habe die gerechteste Sache gewählt. Die Rettung von Millionen von Leben. Und dafür habt ihr hunderte andere beendet. Wie viele wollt ihr noch zum Tode verurteilen? Ihr wisst nichts von der kommenden Katastrophe. Die Seelen der Toten irren hier umher. Sagt ihnen, sie hatten kein Recht zu überleben. Ich grüße dich, Deputy Dragon. Ja, hier entlang. Bye, Young.
Aber wie weit müssen wir denn jetzt noch rennen? Das will er nochmal kein Ende nehmen. Was ist das denn hier? Prusch. Lächerlich. Lächerlich. Was? Was bist du denn? Ihr könnt es nicht aufhalten. Der Tod folgt euch nach. Die mach ich platt. Ah! Also, du musst weiter saufen. Warte, 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 warte. Wie viel haben wir noch? Zwei. Jetzt wirst du ausweichen, oder was? Lass Schaden hier in Ruhe. Ich meine, ich... Der ist wieder zu hoch, oder? Jawohl, ja. Jo. Speichern. Speichern! Oh! Was macht denn all unsere Püppis hier? Ihr habt mich getötet und doch freue ich mich, euch zu sehen. Nee, 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 so ist das nicht, das ist anders. Du wurdest von irgendjemand anders getötet. Die haben dich dann wieder erweckt als irgendeine Mutantin und dann hab ich dich erst, erlöst. Wieso tauchen hier alle unsere Girlfriends hier auf? Es gibt Schlimmeres als im Kampf zu sterben. Wir hatten eine stürmische Beziehung. Doch das ist vorbei. Wir hatten eine stürmische Beziehung. Jo. Doch das ist vorbei. Was wollt ihr, Geist? So leicht mache ich euch das Vergessen nicht. Ihr habt mich getötet und das hat Konsequenzen. Nee. Ich habe ein Geschenk für euch. Seht es als Souvenir. Der Schild, der euch umgibt, wird die Energie eurer Feinde absorbieren und sie eurer hinzufügen. Ja. Nutzt ihn weise. Zeit weiter zu sehen, sonst erfriere ich noch. Hey! Hau doch mal zu, Mensch, doch mal! Jawohl, danke schön. So, wo jetzt lang? Hier. Komm. Hau zu, Mensch! Hä? Was war das denn? Okay, alles klar, Chani. Chani. Nicht Chani, Chani. Chani war bei Risen. Ich hab doch das Zeug gesoffen, wieso? Triff den doch mal, Mensch! Jawohl!
Versteht ihr jetzt endlich, begriffsstutziger Hexer? Nö. Die Menschheit stirbt aus und die wenigen Verbliebenen werden zu Tieren. Mein Plan würde das verhindern. Was für ein Plan, verdammt. Die Menschen können die Kälte nur durch einen Massenexodus nach Süden überleben. Mit euch als Anführer. Ich bin darauf vorbereitet. Ich sehe die Zukunft. Ich verlange Respekt und ich würde weise herrschen. Natürlich musste ich alle beseitigen, die mir im Weg standen. Besonders Anderlinge. Warum seid ihr so besessen von den anderen Völkern? Geralt, sie sind verdammt unterzugehen. Ich gab ihnen die Chance, im Kampf zu sterben. Die Menschheit ist auch nur eine vorübergehende Erscheinung. Doch im Gegensatz zu den Elfen hinterlassen wir nicht viel. Wir verschwinden nicht. Nicht bei den Wächtern, die ich geschaffen habe. Ihr werdet sehen, wie gut sie unter diesen Umständen zurechtkommen. Ich muss weiterziehen, ich kann nicht ewig fliehen. Wir machen noch einmal platt. Aber ja. Dankeschön. Also ich muss die wirklich machen. Ich dachte, ihr könnt einfach durchrennen. Ach, nicht das schon wieder. Die hatten wir doch vorhin schon. Wir hätten dem Wahnsinn des Großmeisters Einhalt gebieten können. Aber ihr musstet uns ja aufhalten. Ihr hattet euch auf Mord und Terrorismus verlegt. Das ist keine Alternative. Und doch hatten wir recht. Menschen sind nichts als blutrünstige Affen. Das wird hier nur allzu deutlich. Ihr seid dem Orden blind gefolgt und erhebt jetzt euer Schwert gegen ihn, wie ein Hund, der die Hand beißt, die ihn füttert. Denn genau das seid ihr. Kein Wolf, sondern ein tollwütiger Hund, eine hirnlose Tötungsmaschine, ein Niemand. Es reicht, Yevin. Und jetzt töte ich euch wie einen Hund. Bär. Nicht schon wieder. Der Stern der Elfen geht auf. So kann ich die eigentlich nicht angreifen. Zurück kann ich auch nicht. Na komm schon.
Ja. Der Weg ist frei, ich kann weitergehen. Ja. Ja, speichern. Gehend. Ich weiß nicht, was noch kommt. Laufe ich hier überhaupt richtig? Nö. Was bist du denn schon wieder? Ach nee, die wollten Stahl fressen. Illusion, Shani. Ja, schon. Ja. Ich hoffe, nicht ablenken lassen. Ja, ich will mich ja nicht ablenken lassen. Ich komme aber nicht weiter, wenn wir uns hier nicht um die Biester kümmern. Speichern. Können wir den endlich mal umhauen hier, Mensch? Dann nervt langsam. Du gehst mir auf den Sack. Wie störrisch ihr seid. Jo. Ihr könntet meine Schäfchen in den ersten Jahren des Winters hüten. Das ist nicht euer Ernst. Ihr habt unsere Geheimnisse aus Kaer Morhen gestohlen und habt sie mit den übelsten Absichten verwendet. Hexer sollten Beschützer sein, aber sie waren zu schwach. Ihr hasst euch selbst. Ich brauchte Hexer, aber perfekte. Emotionslos und ohne menschliche Schwächen. Ihr betrachtet menschliche Eigenschaften als Schwäche? Ich bedauere euch. Angst vernebelt euer Denken. Meine Ritter zögern niemals. Mensch. Also, das ist momentan nicht sonderlich schwer, das ist nur lästig. Achso. Ihr wolltet ja Stahl, wolltet ihr, komm. Sehen wir schon was. Ja, danke schön, Shani. Oh, mein Prinzesschen. Seht, Geralt. Menschen, Ungeheuer. Es ist leicht, sie zu verwechseln. Wie wahr? Euer Hoheit. Ich muss es wissen, meint ihr nicht? Bär. Der Großmeister ist eindeutig verrückt. Nicht einmal ich würde es wagen, so einen Plan zu verfolgen. Wir müssen ihn aufhalten. Herrin, euer Wunsch ist mir Befehl. Ihr habt Stil, eine seltene Eigenschaft. Ich würde gerne an eurer Seite kämpfen. Seht es als eine meiner Launen. Ah! Warte mal. Oh, bist du irre? Krass, ich hab nicht so erschreckt, du blöde Kuh. An der Seite kämpfen, ja, doch alleine. Ganz gut. Auf die Knie, Schurke!
Ich weiß nicht warum, wir haben die beide nicht getroffen, aber trotzdem. Das ist unser letzter. Ich hasse diesen Scheiß mit den Tränken. Ich hasse diesen Scheiß. Wirklich. So. Wo haben wir jetzt gespeichert? Okay, da trinken. Wo haben wir den weißen Honig? Hier. So, dann trinken wir nochmal Waldkauz. Dann trinken wir nochmal eine Schwalbe. Und wir trinken natürlich noch mal unsere Weide. Scheiße, das ist der letzte. Verdammt, ich jetzt. Ich wusste, wir hätten noch mal Weide brauen sollen. So, das speichern wir noch mal. So, na dann. So, ja, das kommt. Ja, wieso? Wir haben doch das Zeug gesoffen. Ich begreife das nicht. Unsere Ader auch weg? Oh Mann! Ist er auf einmal weg? Geht allein weiter. Warum? Niemand außer euch kann ins Herz der Vision vorstoßen. Der Großmeister lässt es nicht zu. Nun gut. Danke. Adieu. Was? Das ist super. Oder? Das ist ganz super. Weide. Ja. Sicher, sicher. Alles andere haben wir noch. Können wir noch mal speichern? Jo. Kämpft doch auch bestimmt wieder nicht alleine. Obwohl hier dieser Asar Javid, der hat ja alleine gekämpft. Begreift ihr jetzt, dass um jeden Preis gehandelt werden muss? Geralt, öffnet die Augen, öffnet euren Geist! Leute wie euch behandelt man im Krankenhaus des heiligen Majoran. Ihr verfolgt mich und beweist damit, dass ich recht habe. Ihr habt euch den Gefahren gestellt, die der Menschheit drohen, und überlebt. Sagte Aldersberg. Euer Traum ist ausgeträumt. Geduld.
Vielleicht überlegt ihr es euch noch anders. Stellt euch Tausende vor, die eine Eiswüste durchqueren. Könntet ihr sie verteidigen? Ihr und eine Handvoll von Zweifeln geplagter Hexer, so wie Berengar? Unmöglich. Das können nur die großen Brüder, aber sie müssen unterrichtet und geführt werden. Mhm. Sie brauchen euch. Genug. Ja. Ich glaube, das ist ein Knackpunkt, so eine Entscheidung hier, die für einen zweiten, ob wir jetzt kämpfen oder ob wir folgt euer Haupt dem König, so rettet ihr viel. Ich habe auch ein Angebot. Kapituliert. Tja. Das wird sicher entscheidend sein. Also, ich denke mal. Ja. Kämpfen oder versuchen, dass der kapituliert. Ob der letztendlich trotzdem kämpft, weiß ich nicht. Ich würde mich überraschen lassen. Ja. Kapitulieren oder kämpfen? Kämpfen! Auf jeden Fall, wir kämpfen natürlich. So. Das Problem ist, wenn ich kämpfe, du willst mich bloß scheitern sehen. So. Ja. Weil das ist ja eigentlich. Na ja, gut, die wollen. Wisst ihr was? Wir probieren das mal. So. Ich speichere da. Genug. Lassen wir unsere Schwerter sprechen. Wie zuversichtlich ihr wirkt. Auf euch wartet eine schmerzliche Lektion. Ja, genau sowas habe ich mir nämlich gedacht. Ja, dass sie mich trotzdem verletzen können hier mit irgendwie das. Trotz dass ich jetzt Leide gesoffen habe, das ist gerade. Ja. Ich denke, das Ding schützt mich vor so einem Scheiß. Lauf! Sowas für neu gesoffen hier. Na klar. Lauf. Lauf. Ach, Mensch. Natürlich habe ich jetzt wieder keine Power.
Och nö, wieso? Wieso heilt denn der sich nicht? Nein! Das ist wieder so eine Scheiße, wo ich vorher noch irgendeinen anderen Mist machen muss. Der mir ja Power kostet. Hatte ich das nur eigentlich reingesoffen, das Zeug, oder nicht? Nach dem Meditieren. Bäh. So. Sauf's einfach nochmal. Wildcards. Ich würde meinen, ich hab's gesoffen. Hatten wir alles. Komm, jetzt hör auf, Ja. Genug. Wie? Lauf! Hey, pack mich nicht an. Nö. Warum? Richtig.
komme nicht weg vom Fleck. Verdammt, lass mich doch mal laufen hier, Mann. Och Leute, was ist denn das hier? Wieso wirkt denn der Scheiß nicht? Leute, könnt ihr auch mal verkämpfen, ehrlich. Ich mag gleich das andere nicht kämpfen. Wenn mir das zu bunt wird. Genug. Wieder muss ich vorher irgendwie andere Scheiße machen. Ja, die da. Lauf doch! Darf ich mich auch mal wieder bewegen? Ja, danke! Och nö! Jetzt kann ich wieder nicht hier weg. Du auf hier tanzen, lauf. Mensch, lauf du, Blödmann. Aber der Kampf ist jetzt wirklich scheiße hier wieder mal. Also wie gesagt, wenn es mir zu sehr hebt hier, dann mache ich die andere Option. Am Ende kommen wir dann genau an dieselbe Stelle. Mit dem Kämpfen hier. Würde mich auch nicht wundern. Ja. Lauf Seide, dann geht das. Nein, geht eben nicht. So, jetzt komme ich hier wieder nicht raus aus dem Mob. Ich komme ja nicht mal mehr an denen vorbei. Gibt es irgendwelche Tipps und Tricks hier über den, wie man das zu machen hat? Was? Oh. Wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, dann probiere ich die andere Option. Ich lasse mich doch hier nicht für dumm verkaufen. Ja. Ja, das braucht man nicht. Mensch, adapt doch mal und jetzt noch das Ding mal richtig in hier. Endkampf. So.
Wie soll man die das Vieh schaffen? Habe jetzt nochmal bitte rausgekramt. Auf jeden Fall Tränke nehmen und sie auf den. Hey. Höllenhund. Was für ein Höllenhund? Schwierig. Nach der Cutscene sofort im Kampf und es einige Tränke abgelaufen ist. Hab das schon nur Boss und Gruppe probiert. Wie gesagt. Versagungszeit. Wir probieren jetzt mal die andere Option. Greift ihr jetzt, dass um jeden Leute wie euch ihr verfolgt, sagte probieren wir das. Ich habe auch ein Angebot. Kapituliert, zieht eure Mutanten zurück, beugt euer Haupt vor dem König. So rettet ihr vielen das Leben. Wie zuversichtlich ihr wirkt. Auf euch wartet eine schmerzliche Lektion. Genauso habe ich mir das nämlich vorgestellt. Nein! Was willst du? Oh, Alter. Scheiße, ich wollte speichern. Nein! Ich hasse diesen Scheiß. Dass man diesen Dreck hier nochmal davor machen muss.
Was denn nur bewegt dich noch? Ratte. Ist schon wieder nicht vom Fleck. Was ist denn das? Ich denke, das gibt mir Power dazu. Alter, was ist denn das für ein Scheißspiel? Also hier der Endkampf, der ist wirklich das leckerste. Also. Ich denke, das Ding gibt mir Power dazu. Magiefeuer. Nur noch deine? Ja, komm. Warte. Nein! Hör doch mal auf! Was hat denn der hier? Warte mal. Wir machen mal nur Schwalbe. So, was haben wir noch? Jetzt musst du mal warten hier hinter mir. Schwarzes Blut. Goldene Fiol. Das ist das Falsche. Ich trinke die ganze Zeit den falschen Scheiß. Na super. Was war jetzt das hier? Augenblick. Das war das hier, was ich haben wollte. Scheiße. Das war jetzt eigentlich eine Blödheit. Okay. Was wollte ich haben? Nee, das Vollmond. Schneesturm. Gut, weiter muss ich also auch unbedingt saufen. Hab ich doch eigentlich. Hä?
Ja, das können wir komplett, so können wir das komplett vergessen. Jetzt ist natürlich die Wirkung von Weide raus. Klasse. Wirst du endlich mal anfangen zu kämpfen? Und dieses Angehalte ist wahnsinnig. Das mit diesen Einfrieren, das ist einfach nur lästig. Was ist denn nun? Power dich doch erstmal hoch! Heile! Welches war das jetzt? Weißer Honig. Schwalbe, Vollmond. Nee, Schneesturm will ich haben. Sag mal. Trink doch mal, Mensch! Oh! Lass mich doch mal hier ein Stückchen weg, Mensch! Lass da sich! Hüpf doch mal hier rüber, Mensch! Suchen wir gleich irgendwo ein paar Cheats raus oder irgend sowas. Ja.
Kaum bin ich da, werde ich hier eingefroren. Wieso? Ich habe Weide getrunken, Mensch. Oh, diese Vorsuppe hier, was ist denn? Haut doch mal zu mit! Nein, nicht wieder mit halber Power! Dass ich gegen die noch nichts machen kann, das ist nervig. Was denn hier? Komm doch mal mit hier! Nein! Nein! Scheiße! Lauf doch mal, lauf, lauf! Der jetzt so langsam. Aber muss es doch irgendwas geben, Mensch. Das ist doch nicht mal normal. Also ich schalte die Sounds gleich ab. Das Bär, das nervt mich gerade echt ehrlich. Endkampf mit Großmeister. Silberschwert im Gruppenstil. Bis die Flammenmonster tot sind. Dann mit dem starken Schnallenmeister, ja, wenn sie seiner Rüstung prügeln.
Ja, für die. Das ist ja immer für die kleinen Dinger, dort braucht man ja die Silberschwert, das Silberschwert und für die anderen die. Das Stahlschwert für die Typen. Haut zu, Mensch! Das betäubt diese Betäuberei! Heißt dieser verdammte Trank für mich schützen? Ich bin auf dieser Bild. Oh. Mal zu, Mensch, du blöd, Mann! Hör doch mal auf, diesen scheiß Feigen eingefriere hier. Na, was ist denn? Warum haust denn du nicht zu? Was ist denn los mit dir? Kästet mich wieder ein, na klar. Nö! Ich muss erst diese kleinen Viecher loswerden. Der Gruppenkampfstil, der wirkt nicht so richtig, sehr gut. Lauf, 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 lauf. Nein! Was sind das? Haut zu! Haut zu! Mensch!
Lady, ich grüße dich. Wie viel braucht denn der noch? Wieder, Wolf. Habt ihr euer Schicksal erfüllt? Die Salamandra sterben. Sie gehören bald der Vergangenheit an. Die Salamandra sind bedeutungslos. Sie waren nur ein Teilchen des Chaos. Das Werkzeug des Mannes, den ihr eben getötet habt. Eure Vergangenheit. Euer Schicksal. Die Gründe für eure Auferstehung. Alles bleibt im Dunkel. Worte, Worte, Worte. Ihr habt sie stets wohl eingesetzt, um Unsicherheit und Angst zu kaschieren. Ich habe einst versprochen, ich würde euch folgen. Das ist alles nur Geschwätz, Geist. Sagt mir, was ihr wollt, oder verschwindet. Besinnt euch eurer Taten, Hexer. Ich stand in eurer Nähe. Als ihr in Kaer Morhen eintraft. Ein Omen des Unterganges. Ich sah mit an, wie ihr die Dörfler des Umlands gerichtet und nur Blut und Feuer hinterlassen habt. Ihr seid durch Vysima gezogen wie ein Schwert durchs Herz. Habt andere angeklagt, Leben zerstört und dabei nur an eure Ziele gedacht, die ihr um jeden Preis erreichen wolltet. Ihr habt Dutzende mit eurem Hexerschwert abgeschlachtet. Ihr habt mitgeholfen, die fanatische Herrschaft des Ordens zu festigen. Ihr habt Vysima dem Chaos überlassen, nur um Zerstörung über Trübwasser zu bringen. Jede eurer Entscheidungen brachte neue Verwüstung. Jede Wahl, die ihr getroffen habt, führte zu noch mehr Bösem. Der Orden, dem ihr die Macht übergeben habt, will alle auslöschen, die nicht völlig menschlich sind. Was sagt ihr dazu, Mutant? Hört auf! Leugnet es nicht, Hexer. Ihr seid mein größter Recke. Ein vollkommenes Instrument der Zerstörung. Wohin ihr auch geht, folgen euch Tod und Chaos. Genau wie es schon vor Jahren war. Akzeptiert es! Kämpft nicht dagegen an! Überlasst mir noch einen weiteren Mann, den ihr vernichtet habt. Jacques de Aldersberg gehört mir. Ihr wagt es mir zu trotzen. Ich spüre eure Schwäche. Jetzt, wo das Leben aus euren Wunden rinnt. Mit jedem Tropfen rückt der Tod näher. Ihr habt keine Chance gegen mich. Ergebt euch mir! Ich habe keinen Bock mehr. Nehmt ihn. Mir ist sein Schicksal einerlei. Von jetzt an gehört die Seele von Jacques de Aldersberg, den ihr unter einem anderen Namen gekannt habt, mir. Tut eure Pflicht. Nur zu gern. Dieses Schwert ist für Ungeheuer gedacht.
Ihr seid wach, Geralt. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Rittersporn. Wo ist der Großmeister? Ein paar Schritte entfernt. Er ist tot. Für einen Moment hatte ich befürchtet, ihr werdet ebenfalls verloren. Es war kein erholsames Schläfchen. War ich lange weg? Nun, ihr habt einiges verpasst. Die Rebellion wurde niedergeschlagen und Foltest herrscht wieder in der Stadt. Mit Unterstützung des Ordens. Wie geht es Siegfried? Vor einer Sekunde war er noch hier. Er hat auf euch aufgepasst, bis ich eingetroffen bin. Dann hat die Pflicht gerufen. Ich frage mich, wie er als Großmeister zurechtkommt. Gut, hoffe ich. Was ist mit euch? Hattet ihr Erfolg? Ja. Ich nehme Jacques das letzte Element ab und schließe dieses Kapitel. Alter. Ich wusste nicht, ob wir nochmal gegen den kämpfen müssen. Ich hatte auf jeden Fall keinen Bock, dass wir am Ende die anderen beiden Sachen auch nochmal machen müssen. So, also jetzt das Ende. Das Ende von The Witcher 1. Und da kommt am Montag, geht's natürlich direkt mit Witcher 2 weiter. Haben wir eine schöne Pause dazwischen. Deswegen wollte ich das heute am Mittwoch ja gemacht haben. So. Überreste von Jacques de Aldersberg. Bum, bum. So, was haben wir hier noch? Wir gucken mal kurz. Sicherer Unterschlupf. So. Können wir eigentlich raus? Ja, ich weiß, mach endlich Ende. Ich will bloß noch mal gucken. So. Nee. Es ist schon Donnerstag. Och, Mate. Ich war noch nicht schlafen. Es ist Mittwoch. Fertig. So. Gespeichert haben. Nur zur Sicherheit. So. Ja, die Speicherplätze sollen wir dann zum zweiten Teil übernehmen können, damit hier die Entscheidung, die wir getroffen haben, auch wirksam werden. So, na dann würde ich mal sagen, aus Kermorhen gestohlene Geheimnisse. Eisige Spiegelungen. Etwas endet, etwas anderes beginnt. So, was müssen wir jetzt noch machen? Geheimnisse der Hexer. Jedes Ende ist auch ein neuer Anfang. Danke, Stufe gestiegen, jawohl. Ich dachte, wir können das angucken. Es ist Donnerstag, Schule. Ja, und nun, wo soll ich jetzt hin? Phasen. Ja. Ich bin gerade sichtlich überfragt. Ich dachte jetzt, wenn wir den Typen da ausräumen. Die Tür? Wir probieren es einfach mal. Abgeschlossen. Was? Die Tür, die existiert nicht. Ah! Rittersport. Also, habt ihr euch alles zurückgeholt? Wisst ihr, was ich beim Großmeister gefunden habe? Nein. Einen Demeritum-Anhänger. Ist es der, den ihr Alvin gegeben habt? Ich weiß es nicht. Er sieht ähnlich aus, aber älter. Er muss ihn jahrelang unter seiner Rüstung getragen haben. Vielleicht ist er ein Andenken. Möglicherweise hat er damit feindliche Magie abgewehrt. Oder er hatte es bei sich, um angeborene Fähigkeiten zu kontrollieren. Unbarmherzige Visionen. Das werden wir wohl nie erfahren. Es ist auch nicht wichtig. Jacques de Aldersberg, wenn das sein wahrer Name war, ist tot. Ende der Geschichte. Was jetzt, Geralt? Was meint ihr? Kommt schon. Ihr habt das Gestohlene wiederbeschafft und die bestraft, die euch verletzt haben. Ihr habt politische Spielchen gespielt und Verschwörungen aufgedeckt. Ihr habt geliebt, ihr habt getötet. Ihr habt einen langen Weg hinter euch, Geralt. Ja, haben wir. Was gedenkt ihr jetzt zu tun? Ich weiß es nicht. Das sind immer so Fragen, wo ich immer Angst habe, dass das so irgendwie negative Auswirkungen aufs nächste Mal, auf den zweiten Teil dann hat. Ich bin müde, Rittersporn. Ich will jetzt Ruhe finden. Erst jetzt spüre ich, dass mein neues Leben anfängt. Ich würde mal die goldene Mitte nehmen. Ja.
erst jetzt spüre ich, dass mein neues Leben anfängt. Neugeboren, in Blut und Feuer getauft. Eine neue Ballade? Zu pompös für meinen Geschmack, Rittersporn. Seht euch um. Das Leben ist einfach, unvorhersehbar und schön. Das ist neu. Ihr seid aus der Unterwelt zurückgekehrt und in ein riesiges Chaos hineingeraten. Ihr habt euch Bestien und üblen Dreckskerlen gestellt, die euch ans Leder wollten. Und da sagt ihr mir, das Leben sei schön? Ihr übertreibt ein bisschen. Macht er. Etwas endet, etwas anderes beginnt. Ja, wird so zwei, eins endet. Ich nehme die letzten geraubten Geheimnisse, atme tief durch und ziehe weiter. Was soll ich noch sagen? Viel Glück, Hexer. Willst du verschwinden? Jack der Altersbergsbegräbnis lockte die Massen an. Alle wollten sich von dem Mann verabschieden, der Vysima gerettet hatte. Die blutigen Straßenkämpfe hatten ein Ende, das Volk feierte die Ritter wie Helden. Die Anderlinge wurden noch mehr gehasst als vor ihrem Aufstand. Die Erlasse des Königs gegen die Skoyatel führten zu einem Massenexodus von Elfen und Zwergen. Die Geschichte kann grausam sein. Der König drückte ein Auge zu, was die Verfehlungen des Ordens der Flammenrose anging. Der neue Großmeister Siegfried von Denesle reformierte den Orden und konsolidierte seine Macht. Die Zauberinnen hingegen konnten ihre Macht an König Foltests Hof nicht stärken. Der König bestrafte diejenigen, die während seiner Abwesenheit gegen ihn intrigiert hatten. Neue Vermögen wurden in den Ruinen gemacht. Manche gewannen, manche verloren. Das ist der Lauf der Welt. Nur wenige wussten, was in jenen Tagen in Vysima wirklich geschehen war. Das waren jene, die das Schicksal mit Geralt von Riva zusammengeführt hatte. Doch sie beschlossen zu schweigen. Und was geschah mit dem Hexer? Das ist wieder eine andere Geschichte. Temerien und Redanien sind Verbündete. Daran habt ihr nicht wenig Anteil. Nehmt einen prallen Beutel Gold für eure Mühen. Euer Hoheit, Meister, lebt wohl.
Autsch. Auf jeden Fall. So, dann wie angekündigt, am Montag geht's weiter mit The Witcher 2. In der Enhanced Edition, das hier war ja auch die Enhanced Edition, war ja deutlich zu hören, weil die nicht Enhanced Edition, hier hat der andere Sprecher. So, ja. Das war also The Witcher 1. Nach Jahren, dass ich das mal spielen wollte, habe ich es nun endlich geschafft. So. Ich bin tierisch gespannt auf den zweiten Teil. Das haben wir ja, der Geralt hat dann auch wieder einen anderen Sprecher. Das ist eigentlich alles anders irgendwie. Und genau auf der Stelle geht es in The Witcher 2 weiter. Das werde ich sehen. Ich muss das noch installieren. Hört man mich eigentlich? Also ich fand's nicht unbedingt schlecht. Es gibt bessere, sagen wir so, das Kampfsystem, das war gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Gerade jetzt ja am Ende. Ich sag mal, wenn wir nicht gesagt hätten, nehmt den Geist mit dort, hätten wir wirklich noch gegen den kämpfen müssen? Ich habe davon nichts gelesen. Weiß das jemand? Hätten wir noch gegen diesen Großen da kämpfen müssen? Ich glaube nicht. Wir sind heute gar nicht zum Ficken gekommen. So ein Scheiß. Vor allem der Asa Yavit, der war auch witzig. Das hatte ich ja da schon gesagt. Die rothaarige. Die Ada war rothaarig. Die hier, die Hexe war rothaarig. Die Abigail war rothaarig. Die Shani war rothaarig. Die Triss war rothaarig. Der muss schon ein bisschen genauer sein. So, unser Harem ist groß. So. Abschließenden Fazit. Ich würde das Ding ja tatsächlich nochmal spielen wollen, um die andere hier, wenn wir jetzt für die für die Anderlinge kämpfen. Es gibt ja tatsächlich, das habe ich am Spiel mitgekriegt, 3 Wege. Das habe ich auch gelesen dann, später. Orden haben wir gemacht, das werden wir auch weitermachen. Wir werden hier so weitermachen wie beim ersten Teil. So. Wir werden, es gab ja noch den neutralen Weg und dann hier für die Anderlinge. Ja. Wie gesagt, wenn ich das wirklich nochmal machen sollte, dann natürlich einen anderen Weg, ist ganz klar. So, ich bin dann mal gleich im Turm. Ja, viel Spaß. So. Das sperren wir dann ab und dann schmeißen wir den Schlüssel weg. Nee, Spaß. So. Nee. Ich weiß, du nimmst das mit Humor, Mate. Special Thanks an alle Zuschauer, die hier jemals dabei waren und die auch hätten wir das endlich. Jo. Ich mache hier mal ruhig. So, jetzt kann ich endlich mal ein bisschen normaler schwätzen hier. Nee. Hat mich natürlich wirklich gefreut, dass wir das doch noch geschafft haben hier. Das ist bei den Kämpfen, irgendwann kommt natürlich der Knackpunkt, wo es dann wirklich klappt, wo man den Dreh raus hat. Natürlich musste ich erst diese Dinger da platt machen und dann, naja, gut, wir haben es ja alle gesehen. So. Da geht es am Montag, wie gesagt, mit dem zweiten Teil los. Ich bin sowas von gehypt.
Die ersten Minuten werden stellenweise nicht unbedingt blind sein, weil ich muss das ganze Ding erst durchtesten. Wegen Starten so. Ich will ja auch wieder hier mit dem Reshade hier ein bisschen hier das bisschen aufhübschen. Ja, und bäh. Ja, Schief kommt pünktlich zum Schluss. Oder du warst die ganze Zeit schon da und hast geschwiegen. Ich grüße dich auf jeden Fall nochmal. Du warst doch vorhin schon mal da. So, nee. Ich habe ja gesagt, heute Open End, wenn das 5 Stunden dauert, wenn das 10 Stunden dauert. Wir haben jetzt wie lange gebraucht? Wir haben, ja, 20.15 Uhr haben wir angefangen. Ja, wir schlittern hier knapp unter die 5-Stunden-Marke. 4,5 Stunden müssten wir jetzt auf den Schirm haben. So, die ersten beiden Teile gehen wieder eine Stunde. Die werden dann, ich glaube, ich werde das so machen, dass wir am Sonntag den letzten Stream hier in die Folgen, wie ich immer gemacht habe, dass wir hier die finale Folge dann am Sonntagabend haben auf YouTube. Ich werde die letzten 3 Streams jetzt hier komplett auch veröffentlichen. Das mache ich aber erst, wenn ich die Bilder dazu fertig habe. So, als Uncut-Version praktisch. So, dass es veröffentlicht ist und fertig. Was soll das sinnlos auf dem Kanal rumliegen? Und mit Witcher 2, wie gesagt, haben wir dann, sobald das Ding hier bei YouTube gelaufen ist, live, dann ist das öffentlich. Da haue ich dann nur noch mein Thumbnail dazu. Einen richtigen Titel, den ich dann nach dem Stream natürlich weiß. Weil ich weiß, was ich gemacht habe. So. Und mit den einstündigen Folgen, dadurch, dass es eben dann auf YouTube direkt da ist, hat sich eigentlich praktisch erledigt. Brauche nicht dauerhaft hier doppelt machen. So, check. Bei einem The Witcher Teil kannst du sogar ein Musikvideo zum Schluss mit einspielen. Ich weiß gar nicht, von welchem Teil das Musikvideo ist. Ja, mit Musikvideos, da habe ich mich ein bisschen vorsichtig, du weißt ja warum. Und jetzt komm nicht mit hier, hab dich nicht so. Ja, ich hab mich aber so. So, warte mal, wir können auch mal sehen. The Witcher. Hier. 74 Spielstunden habe ich das Ding hier gespielt. Doch, tatsächlich so lange. Ja. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Hab dich nicht so. Danke, Schief. Danke. Vielen Dank. Du bist mir immer eine treue Seele. Dankeschön. Ich könnte gleich eine Träne vergießen. Dankeschön. Alles gut. So, da würde ich sagen, da sehen wir uns am Freitag wieder bei Deathmatch. Am Samstag wieder bei Classic Corinnes und am Montag endlich The Witcher 2. Nach allem, was ich jemals von The Witcher jemals angespielt habe, das war ja der erste Teil, bin ich weit gekommen, hatte dann keinen Bock mehr. So, aber hier im Stream wird es durchgezogen. So, Vader, Sword of the Witcher. Hab dich nicht so. Gut. Dann würde ich sagen, mit 4,5 Stunden jetzt insgesamt genug geschwafelt. Dann würde ich euch in eine angenehme Nachtruhe schicken. Diejenigen, die jetzt schlafen gehen wollen oder diejenigen, die noch durchmachen wollen, dann natürlich später. So. Sound Commanders, ja, XD. Dachte, hast keinen Bock auf Kill Counter. Ich habe nicht gesagt, dass ich komplett aufhöre. Ich habe bloß gesagt, ich denke drüber nach aufzuhören. Das war keine bindende Aussage. Also wenn ich da solche Aussagen so wirklich fest und bindend treffe, dann lasse ich euch das auch wissen. Braucht da keine Sorgen machen. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich spiele kein Deathmatch mehr, dann kommt natürlich auch eine Info dafür, eine richtige Info. Damit auch jeder Bescheid weiß. Aber momentan, das hat mich ein bisschen motiviert letztens. Aber darüber sprechen wir nicht heute, darüber können wir im Deathmatch sprechen oder so mal. Oh, ich würde jetzt ja auflegen. Wie gesagt, wünsche ich allen eine gute Nacht. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Mal sehen, wie lange du es noch aushältst. Ja. Bin ich auch gespannt. Ich habe hier The Witcher gerade geschafft. Da werde ich das wohl schaffen. Ja, gut. Ja.
Haltet euch, schützt euch vor dem Coronavirus. Die Warnung ist rausgegangen. Ja, bei YouTube ist ja oben schon hier, steht der rot da, Warnmeldung. Bär. Jo, der Bär musste noch, darauf habe ich gewartet. So. Coronavirus. Genau, das war das letzte Wort des Tages. Dann gibt es jetzt ein fettes Dankeschön an alle Zuschauer, alle Schreiberlinge, die hier ihre wertvollen Erzmark fleißig verdienen. Bis zum Freitag. Und guckt unbedingt mal in die Let's Plays rein. Risen 3 hat angefangen. Tomb Raider Anniversary, der 8. Teil der Reihe, als Remake des ersten Teils. Und natürlich Horizon Zero Dawn. Für RPG, Action-Rollenspiel-Fans, Gothic-Fans auch, sollte das eigentlich nicht unbedingt was Verkehrtes sein. Mieser Hund. So. Bär ist off. Gut. Dankeschön, der Jack ist auch off. Dankeschön fürs Zusehen. Und ciao. Pause-Screen. Der Pause-Screen.